Die Weekend League ist das Herzstück von FUT Champions. Spieler müssen jede Woche 40 Partien absolvieren. Bei den Weltmeisterschaften in Berlin haben wir gefragt, wie die Spieler das überhaupt finden und was sich ändern sollte. Anfang vom Jahr war ich sehr skeptisch, weil das halt schon ein immenses Leistungsvermögen beansprucht, aufgrund einfach 40 Spiele am Wochenende sind ungefähr 11-12 Stunden Spielzeit, reine Spielzeit. Aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Ich bin mittlerweile mit den 40 Spielen komplett d'accord und denke auch, dass sie nicht sonderlich viel ändern sollten in FIFA 18. The only maybe big issue I have is Europe is so stacked. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist, dass es so viele gute Spieler in Europa gibt. Die Zahl der Siege, die du brauchst, um dich zu qualifizieren, verglichen mit dem Rest der Welt, ist so viel höher, dass viele gute europäische Spieler gar nicht durchkommen. Also könnte man vielleicht die Plätze für die Europäer erhöhen. Für einen College-Studenten wie mich ist es echt schwer, die 40 Spiele in 3 Tagen zu absolvieren. Wenn ich etwas ändern dürfte, würde ich es auf mehr Tage ausdehnen oder die Zahl der Spiele reduzieren. Ich kann nur am Samstag und Sonntag spielen, weil ich am Freitag Uni habe. Manchmal abends, aber 40 Spiele sind echt viel. Wenn es aber ein Ziel gibt, einen großen Gewinn, dann ist das so okay für mich. An sich ist alles ganz gut, aber manchmal gibt es Probleme mit Disconnects. Das muss besser werden. Yeah, it can stay. I think it's fine. Eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. Ich finde das ganz gut so. Aber vielleicht sollte es mehr Zeit für die Spieler geben. Zum Beispiel statt bis Sonntag, bis Montag. Es ist wirklich eine gute Ergänzung. Nur diese 40 Spiele. Ich persönlich würde sagen, dass jedes Wochenende ist schon ziemlich ermüdend und stressig. Vielleicht wären 24 Stunden extra eine gute Sache. Wenn man die Spiele auf Tage aufteilen müsste, dann hat man zum Beispiel 15 am Freitag, 15 am Samstag und 10 am Sonntag. Wenn du beim 15. oder beim 10. Spiel ankommst, wird es monoton und du wirst unkonzentriert und verlierst ein Spiel, das du eigentlich gar nicht hättest verlieren müssen. Ich meine, wenn die 40 Spiele bleiben und sie uns mehr Zeit geben, können wir das über mehr Tage in der Woche aufteilen. Throughout the weekend and extra days, yeah.